Gay! Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Zelda Tears of the Kingdom. So, ich hoffe wieder etwas lauter. Gehen wir nun mal hier rein, weil hier eine werte Dame, die wir noch nicht angesprochen haben, bewusst eine Mission für uns hat. Hi. Hallo, willkommen. Normalerweise, doch im Moment haben sie mit dem Monster nichts zu tun. Wie du sehen kannst, sind wir ausverkauft. Eigentlich mussten die beiden klarkommen, aber ich habe etwas Angst, dass sie sich schon wieder in den Haaren liegen. Leider ist der Weg so beschwerlich, also kann ich nicht nach ihnen sehen und mache mir schon Sorgen um sie. Sieh an, du hast die Monster besiegt und mein Mann und Nabis haben sich vertragen. Du siehst mir nicht aus, als würdest du eine alte Frau verschaukeln wollen. Wenn das wahr ist, ist das ein gewaltiger Grund zum Feiern. Die beiden haben gestritten darüber, ob Angriff oder Verteidigung wichtiger ist. Ah. Bitte nimm das hier als Belohnung. Fit-Karotte. Ah. Das ist eine Fit-Karotte. Wenn du sie kochst, verleiht sie dir Ausdauer. Ein erstklassiges natürliches Heilmittel. Sie wird schon seit Urzeiten sehr geschätzt, ist aber heutzutage äußerst selten geworden. Bitte nimm sie. Ah. Wirklich vielen Dank. Ah. Wenn mein Mann und Nabis erst wieder da sind, haben wir bald auch wieder Waren. Also komm dann gerne vorbei. Die richtige Strategie. Haben wir natürlich auch schon geschafft, ne? Ja, dann hat der Laden jetzt bald wieder Waren, Lebensmittel, die wir kaufen können. Und die Hühner, sind ganz ehrlich, mit denen kannst du wieder rumfliegen. Du kannst sie auch wieder angreifen. Wenn du sie aber zu oft angreifst, dann passiert das hier. Oh nein! Tut mir leid, aber so ein von mir hergestelltes Schmuckkästchen von... Oh, sie mischt sich ein. Oh mein Gott, was ist das für ein Bild? Alter, sie greift mich an, bis ich tot bin, oder? Kann ich mich flüchten irgendwo hin? Oh mein Gott, ich heile mich mal. Mal gucken, ob ich flüchten kann. Mann, lad doch deine Mausdauer auf hier. Okay, es geht nicht unendlich weiter. Oh, es hat ein Ei gelegt. Mittendrin, Alter. Nice. Cool. Oh, da haben wir noch eine Mission. Oh. Himba, was mache ich nur? Wenn nichts passiert, wird Oma wohl wirklich noch. Aber Clary hat ja mit der Boutique schon alle Hände voll zu tun. Ich muss irgendwie selbst ein Heilmittel für Oma finden. Kann ich helfen? Kennen wir uns? Du bist nicht von hier, oder? Na, ist eigentlich auch egal, solange du helfen willst. Also es ist so, dass meine Oma sich schon nah an sogenanntes Miasma herangewagt hat. Und nun liegt sie krank am Bett. Und außer auf Milch, Risotto, hat sie keinen Appetit auf gar nichts. Ich suche Zutaten, die gegen eine Miasma-Vergiftung helfen. Damit ich ein Milch-Risotto damit anreichern kann. Bisher habe ich leider noch nichts gefunden, das irgendwie hilfreich ist. Wenn ich nicht bald so ein heilendes Milchrisotto für meine Oma machen kann, sehe ich wirklich schwarz. Milchrisotto? Das Lieblingsgericht meiner Oma besteht aus Hyrule-Reis, Milch und Wildgemüse. Hättest du wohl nicht gedacht, dass Reis und Milch so gut zusammenpassen, was? Schmeckt aber richtig lecker. Ich habe Hyrule-Reis und Milch bei den fahrenden Händlern, die auf der Straße Richtung Westen unterwegs sind, gekauft. Nun habe ich einen guten Vorrat davon und muss mir um die Zutaten für das Milchrisotto keine Sorgen machen. Oh. Leider fehlt mir aber noch die entscheidende Zutat, die gegen Miasma-Vergiftung hilft. Miasma? Oh. Also viel weiß ich selbst auch nicht darüber, außer dass es ziemlich gefährlich ist, wenn man es anfasst. Meine Oma war offenbar am Ostflügel, um der Forschungsgruppe zu helfen und kam zu nahe an den Abgrund. Und wenn ich das richtig verstehe, kommt Miasma aus dem Abgrund. Aber Oma wusste das nicht und hat hineingelangt. Also irgendwo muss es doch eine Zutat geben, die gegen Miasma hilft. Pass auf dich auf. Ich fühle mich schon besser, nachdem ich mit dir darüber reden konnte. Danke. Ich werde fleißig weiterkochen, bis ich ein Milchrisotto, das gegen Miasma-Vergiftung hilft, gefunden habe. Das Miasma-Misere. Ein Milchrisotto, okay. Das fehlen dir noch die richtigen Zutaten. Oh.
Also, was hat sie nochmal? Hallo. Warte mal. Ich brauche dringend Zutaten, die gegen Nährstoffvergiftung ist. Milchrisotto. Heilrul-Reis und Milch, okay. Mal gucken, ob wir Heilrul-Reis und Milch haben. Weder noch. Dann werde ich das mal kurz besorgen, Leute. Schleichschnecke. Ich werde diese Mission ein anderes Mal weiterführen. Sobald ich Reis und Milch habe, werde ich sowas kochen für sie. Und dann werden wir diese Mission abschließen. Hoffentlich noch in diesem Part. Doch vorerst gehe ich mal den Weg lang, den ich mir vorgenommen habe. Ich habe mir für heute vorgenommen, zum blauen Licht zu gehen. Richtung Granalplateau. Und ja. Obwohl andererseits möchte ich eigentlich ganz gerne heute mir mit der Story weitermachen. Und hoffe dann auf fahrende Händler zu treffen. Das bedeutet, das schwebende Schloss, die Träne des Drachen, die Suche nach Zelda, dass wir die Träne des Drachen weitermachen. Dafür müssen wir dann aber wieder zu einem Turm. Wir sind hier ganz in der Nähe vom besagten Ort, die Träne des Drachen. Da gehe ich nochmal in die Mission rein. Aus einer Geoglyphe hast du ein seltsames Objekt gefunden. Eine Drachenträne, die eine Vision von Prinzessin Zelda zeigte. Impa geht davon aus, dass es im vergessenen Tempel etwas gibt, das im Zusammenhang mit dem Geoglyphen steht. Der vergessene Tempel befindet sich auf dem Grund der Schlucht in Hebra. Da geht es jetzt hin. Leider ist mein Pferd zu weit weg. Heißt, wir müssen laufen. Was ist denn da vorne? So ein alter Brunnen. Was ist das? Gesteinsformationen. Hier sind Bäume und der riesige Hinox. Den können wir ja gleich nochmal schlagen, wenn wir jetzt schon hier sind. Okay. Den mache ich schnell fertig. Boah, das tat weh. Das muss auch wehtun. Schön in den Fuß rein. Oh, Digga. Er wollte mich gerade noch treten. Doch ich habe ihn schnell gekillt. Und er hat interessanten Loot für mich. Kennen wir ja alle schon. Zitterfrucht auch. Reiselanze, Reiseschwert und Bogen. Brauche ich nur alles nichts. Denn ich habe 30er Bögen geklont. Richtig gehört, man kann die jetzt ja klonen. Es gibt ja diesen Glitch. Und zu dem Glitch habe ich ja eigentlich auch schon ein Video rausgehauen. Stand jetzt. Hoffe übrigens, dass es euch weitergeholfen hat. Ich weiß ja, andere Kanäle haben da auch schon was rausgehauen. Und das ist eigentlich noch der einfachste Weg. Man kann es auch komplizierter machen, wie ich im Internet gesehen habe, aber ja. Ein Spielstand neu, ein Safe-Set setzen und dann, ne, zur Sicherheit. Oh, hier sind Glutflügler. Die möchte ich gerne mitnehmen. Komm schon. Komm. Ja. Noch einer. Geil. Oh, der arme kleine Vogel. Deine Keule ist... Der Vogelnuss ist mein. So, es hieß, auf dem Grund der Schlucht ist der... vergessene Tempel. Und die Träne des Drachen.
Müssen wir also ganz runter? Vergessener Tempel. Ja, wir können da auf jeden Fall rein. Und hier ist auch so ein Händler. Lol. Hey, warum steht der Esel hier alleine? Hallo, lieber Esel. Was machst du hier? Ja, wo ist denn dein Kollege? Der auf dich aufpasst, Mensch. Wir müssen das mal wieder benutzen hier. Denn klettern werde ich nicht. Also einmal aufwärts. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Boah, das erleichtert das Klettern ungemein. Und nun können wir hier rein. In den vergessenen Tempel. Das erinnert an Zelda Tears of the Kingdom. Ocarina of Time, too nice. Oh, Link, du bist ebenfalls hier. Impa hatte geschlussfolgert, dass es hier oben etwas geben muss, das mit den Geoglyphen in Verbindung steht. Diesen Ort zu erreichen war nicht so einfach, aber wir haben es geschafft. Dann wurde Impa ungeduldig. Als ich sie für einen Moment aus den Augen ließ, war sie schon in den Tiefen des Tempels verschwunden. Sobald ich den Ballon ausnahmsgemäß festgemacht habe, werde ich ihr nacheilen. Neuer Eintrag, die Träne des Drachen. In Zelda Breath of the Wild gab's diesen Tempel schon mal. Und da haben wir ja gemutmaßt, wofür der gut sei. Nun spielt er eine wichtige Rolle. Schönes Wiedersehen. Hier wächst sogar ein Baum. War er damals schon hier? Alle drei erledigt, ohne irgendein Aufsehen zu erregen. Nice. So soll es sein. Und dann hole ich mir hier noch den ganzen Loot ab. Okay, cool. Oh, meine Waffe ist zerbrochen. Dann machen wir eine Waffenfusion. Haben hier den Felsenhammer und den Knochenbockstock. So, einmal aufladen. Ich frage mich, ob es hier Crocs gibt. Oh. Hier ist noch eine Kiste, aber. In deiner Vogelnuss. Nice. Aber es geht tiefer in den Tempel rein. Finde ich gut. Und wir müssen hier keine Brücke bauen. Wir kommen auch so rüber. Link ist doch hier der Eilmaster. Oh, da wächst sogar was unten. Wie cool. Die Eisfrucht. Warum auch nicht? Ob wir durch die Zeit reisen können und diesen Tempel dann in der Zeit besuchen können? In einer anderen Epoche? Das wäre nice, Alter. So. Jetzt von irgendwo oben herabfliegen und diese Gegner one-shotten. Um die Gegnermusik nicht zu triggern. Übrigens, sobald wir eine zweite Ausdauerleiste komplett full haben, werden wir uns das Master Sword holen. Es gibt nämlich einen Weg, es schneller zu bekommen. Und so wünsche ich es mir. So, die Musik wurde nicht getriggert. Und wir haben sie noch besiegt. Er hat es noch nicht mal richtig gecheckt. War aber schon bereit. Also, war noch richtig knapp, aber es hat gereicht auf jeden Fall. Aber schon krass, wie schnell die Waffen zerbrochen sind. So, da hoch müssen wir. Und hier unten sind wieder so ein paar Früchte. Oh, so ein Pilz ist hier. Wegen eines Pilzes bin ich also runtergesprungen. Okay. Und natürlich wegen des Frostkrauts. Alles klar. Boah, das geht. Geil.
Oh, super. Dann mache ich einen anderen Trick. Gehe ich halt hier durch. Dann schwimme ich halt durch die Decken hier. Wozu eine Brücke bauen? Brauche ich nicht. Ich komme auch so durch. Aber schaut euch mal den Tempel an. Er hat richtig Risse bekommen. Er ist auch hier in der Schlucht. Was ist passiert, dass es so weit gekommen ist? So. Da gehen wir hoch. Geil. Und hier auch. Man muss nur den richtigen Winkel treffen, dann geht es schon. Oh, warte, ich glaube, das reicht schon. Ah, genau, aber so weit kamen wir noch nicht. Oder? Ich sollte mal Breath of the Wild anmachen, um das zu vergleichen. I know. Gönnt euch mal hier 900 Crocs, 120 Schreine, alle Herzen, alle Kreise in Zelda Breath of the Wild. Nur mal kurz so für euch. Wir sind jetzt hier in Zelda Breath of the Wild im vergessenen Tempel. Und mal so vergleichen, ob es genauso aussieht wie in Zelda Tears of the Kingdom. Zum Beispiel steht hier die Göttinnenstatue in riesengroß. Und da oben, da oben ist ein Durchgang, der leider verschlossen ist. Ne? Ja, du kannst da nicht weiter durch. Hier ist der Schrein. Hier ist diese große Mauer. Hier sind Wächter positioniert. Da ist ein Luftstoß. Also es ist schon etwas anders. Wir werden hier beschossen. Okay, aber hier haben sie mich nicht mehr im Blick. Also ich finde, es ist schon ein bisschen anders. Aber da drüben ist noch ein Raum, ne? Also, ja. Ich glaube, die haben das etwas anders aufgebaut. Aber den gab es damals schon in Tempel. Hier seht ihr auch wieder all unsere Reckenfähigkeiten. Mal gucken, ob ich sie alle triggern kann damit. Auf jeden Fall habe ich den hier erledigt. Schwächling. Springen wir nun in die Zeit zurück ins Jetzt. Hier und jetzt in Zelda Tears of the Kingdom. Zum Vergleich, gebt euch mal diesen Ladescreen hier. Etwas anders, aber oha, wo kommen diese 10.000 Rubine her, ne? So, und zum Vergleich jetzt doch mal. Ich glaube, der Weg da hinten ist immer noch versperrt. Hier steht aber keine Göttinnenstatue mehr. Aber dafür kann man da jetzt durchgehen. Okay, das ist interessant. Wie hier war auch diese Öffnung hier. Aber der Raum hier ist auf jeden Fall definitiv, glaube ich, anders aufgebaut als der. Aber der war der gleiche Raum, oder? Hier ist auch einer dieser Abgründe. Da wachsen wieder ein paar Loot-Sachen. Aber es ist doch schon etwas anders, glaube ich. Muss nicht sein. Maya aus U-Schrein. Ihr könnt euch ja nochmal selbst davon überzeugen, indem ihr das guckt oder vergleicht. Ich wollte es gerne mal zeigen. Jetzt erstmal dieser Schrein hier. Und rein da. Kombinationsgabe. Oh, interessant. Dann wollen wir mal ran da. An die Kombinationsgabe. Cool, dass du auch in die Schreine rein kannst, ohne dass das nochmal so aktivieren extra. Okay, Kombinationsgabe heißt was? Du kannst die Blöcke nicht raufklettern. Ah, aber du musst Tetris spielen, ja. Okay, gut. Du kannst Tetris spielen. Ich glaube, dass das hier schon richtig war, oder? Ja.
Und dann wollen sie diesen Stein, wenn ich jetzt gerade drauf zulaufe, vielleicht so haben. Einfach umgedreht. Ja, geil. Cooles Tetris-Rätsel. Tetris in Zelda-Format. Nintendo, mach doch ein neues Minispiel heraus. Okay, ich hab ne Idee. Erstmal stun ich den. Okay, das hat sich alles erledigt. Trotzdem würde ich gerne meine Waffen kombinieren. Guck mal hier. Das Schwert wird Synthese rückgängig gemacht. Jetzt haben wir das Schwertfass hier. Den Fasshammer. Sehr geil. Und natürlich haben wir hier noch so ein Schwert, wo ich sage, okay. Einen neuen Feuerspeier haben wir auch. Das ist nice für das Orni-Gebiet. Okay, wir wollen so einen riesen Würfel machen. Dann werde ich jetzt dementsprechend. Erstmal wieder was mit Zeit machen. Ich habe eine Idee. Erstmal was mit Zeit. Erstmal nehme ich den hier. So, du fährst hoch und runter. Wenn ich es dir sage. Digga. Seht euch das an. Mit Zeit und Kill lässt sich so einiges erleichtern. Du musst dir darüber nicht den Kopf zerbrechen. Große Energie, so eine E-Sphäre. Das hat sich wieder gelohnt. Und jetzt, für die Effekte. Ist das hier schon mal nicht so falsch, oder? Hallo? So, jetzt aber. Perfekter geht's nicht. Mit denen jetzt doch irgendwie darauf kriegen, wäre das nice. So. Das sieht doch nicht schlecht aus. So. Allerdings weiß ich nicht, wie ich das hier hinlegen soll. Was wollen die da jetzt von mir? Also ich check's nicht. Ich check das hier gerade ehrlich nicht. Was wollen die da von mir? Also das ist ja definitiv falsch, was ich hier gemacht habe. So soll es ja auch, glaube ich, nicht gemacht werden, oder?
Aber so soll es auch nicht gemacht werden. Allerdings bleibt ja immer diese eine Lücke, egal wie ich es jetzt drehe. Wir haben immer diese eine Lücke da. So, ich habe jetzt einen ganz neuen Ansatz. Schaut euch das an. Okay. Ja. Das könnte es sein. Lustig, wie es da jetzt festklebt. Ja, das ist sogar richtig, Leute. So. Das musst du noch da rein. Der perfekte Würfel. Sie wollen wirklich, dass wir Tetris spielen. Bis es passt. So ein schönes kleines Rätselpuzzle. Ich liebe es, Leute. Hey, Impa, altes Haus doch. Was machst du denn hier? Bevor ich jetzt weitergehe, werde ich mit dir sprechen. Wie kann es nur sein? Ja. Oh, Link. Für deine Hilfe mit dem Heißluftballon. Danke ich dir. Mhm. Irgendwo in diesem Tempel muss ich etwas finden, das in Zusammenhang mit den Geoglyphen steht. Ich suche danach, doch bisher bin ich nicht fündig geworden. Bei der Größe dieser Kammer ist es auch schwierig. Wo kann es nur sein? Ja, hat sie noch was zu sagen? Meistens haben die Charaktere noch mehr. Irgendwo in diesem Tempel muss sich etwas befinden, das im Zusammenhang mit der Geoglyphe steht. Wo kann das so sein? Ja, wir suchen weiter. Wir gehen dadurch, wo wir auch, oder wo wir jetzt nicht durch konnten, weil hier die Göttinnenstatue stand. Also hier ist ein weiterer Raum im vergessenen Tempel. Oh, stimmt. Die Göttinnenstatue. Es ging ja noch hier rein. Hier waren überall die Wächter. Die ist jetzt leider umgekippt. Schade. Oh je. Die Göttinnenstatue ist umgekippt. Wie konnte das nur passieren? Aber sie hat die andere Kammer versperrt. Wir kommen da rein, wo wir in Breath of the Wild nicht reinkamen. Oh, sieht das geil aus. Fünf Holzpfeile. Hat sich wohl gelohnt, den Göttinnen-Segen hier einzusammeln. Auch noch Teile der Göttinnen-Statue da unten. Oha, und hier war wohl meine Tür, die verschlossen war. Die ist jetzt auf. Ja, genau, hier kommt man jetzt durch. Und hier sind diese Sonai-Schlangen. Ultra nice. Und ein Stone-Steinkreis. Wow. Sieht aus wie so eine kleine Sonnenuhr. Mit Stone-Stein. So wie es in England steht, in Schottland. Hier haben wir wieder diese seltenen Sonnenblumen. Und es geht tiefer in den Schrein rein, ne? Sonnenfleckchen. Hat dieser Schrein also doch noch einen höheren Nutzen? Kann man etwas machen? Nein, man kann hier nichts machen, aber es ist trotzdem sehr besonders hier. Vielleicht hat sich die Szene mit Ganon noch hier abgespielt, die wir gesehen haben. Warum ist da so ein kleinerer Stone-Stein? Außerhalb des Kreises. Das hier ist der einzige Durchgang, ne? Nein, es gibt... Oder? Ne, es ist der einzige Durchgang da hinten. Geht nur geradeaus hier durch. Richtig cooler Tempel hier. So, da oben ist auch noch ein Durchgang, wie ich sehe. Habe ich recht oder nicht? Oh, das sieht sehr interessant aus. Da gehe ich gleich hin.
Vielleicht können wir das wirklich als ersten Dungeon sehen. Ich weiß es nicht. Aber es ist geil, diesen Tempel zu erkunden, Leute. Vielleicht lasse ich im Hintergrund eine kleine Musik spielen für euch. So, jetzt will ich mal wissen, ob wir belohnt werden. Oder ob das einfach nur ein Weg nach unten ist. Ja. Und das ist wohl wieder ein Weg nach oben. Hype, Leute! Hype einfach! Oh, dieser Raum! Impa, wir sollten uns hinabbegeben, um unsere Erkundungen aus der Nähe fortzusetzen. Diese Abbildungen an den Wänden. Könnten das nicht die Geoglyphen sein? Wer Mars was mag, dies alles zu bedeuten? Ich glaube, bei der Abbildung ganz links da an dieser Wand handelt es sich um die Geoglyphe, die wir als erstes sahen. Das ist nämlich der Weise. Und die nächste Abbildung, der Tempel hier. Laut der Karte auf dem Boden müsste sie nahe an dem Dorf der Orni wiederfinden. Also ist das wohl ein Schrein im Dorf der Orni. Auch die anderen an dieser Wand abgebildeten Geoglyphen scheinen der Karte am Boden verzeichnet zu sein. Ich kann es kaum fassen, dass es einen solchen Ort hier in diesen Ruinen gibt. Das heißt, dass während des Kataklysmus, als Prinzessin Zelda verschwand, in ganz Hyrule Geoglyphen auftauchten. Ich frage mich, wie sie in Zusammenhang mit den Bildern hier stehen. Jetzt ist Eile geboten. Wir sollten uns umgehend nach den anderen Geoglyphen umsehen. Impa, wie wäre es mit einer kleinen Pause? Bei allem Respekt. Link, wenn du während deiner Reisen auf eine Geoglyphe stößt, solltest du sie sorgfältig studieren. Finde die Tränen. Löse die Rätsel und die Erinnerung. Vielleicht erwarten dich auch andere Geoglyphen, geheimnisvolle Visionen wie jene, die du bereits hattest. Es ist durchaus möglich, dass wir mit ihrer Hilfe etwas über den Verbleib von Prinzessin Zelda erfahren können. Wir wissen doch alle, dass sie in der Vergangenheit gestrandet ist. Die Träne des Drachen. Es gibt noch 9 Geoglyphen zu erkunden. Bis wir diese Mission weitermachen können. Ich werde sie im Laufe meiner Abenteuer alle finden und dann die Mission machen. Vorerst einmal sind wir hier beim Tempel fertig. Aber das ist schon sehr, sehr geil. Das ist unser Nintendo Switch-Pad. Ja. Hochinteressant, dieser Tempel. Und das muss wohl Schloss Hyrule sein, ne? Ja. Hier ist das Master Sword. Ich weiß nicht, was das ist. Das sind die Tränen, die Tears. Das ist Ganondorf, der Dämonenkönig. Das ist der Schatznebel. Das ist wohl die Prinzessin der Sonai. Ich habe ihren Namen vergessen. Aber egal. Das finden wir noch. Das wird uns wieder einfallen. Jetzt erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder.